zu, hallo lieben, Christian Schmeier, Partner, Power Beziehungscoach und so weiter und so weiter und so weiter. Und genau, wenn du meine Arbeit noch nicht kennst, schau mal auf liebeschipp.de vorbei. Habe jetzt gerade angefangen, der coole neue Kurs zu passiver Bindungsangst. Noch nie so viele Leute vorab eingestiegen, Wahnsinn, vielen Dank dafür. Und heute haben wir eine sehr schöne Mail, wo es um ernstes Thema geht, Drogensucht, aber ich beleuchte wie immer wieder die Beziehungsaspekte und das ist, glaube ich, eine ganz spannende Mail von Andrev Kola. Hallo Christian, vor bald 2 Jahren ging meine toxische Beziehung zu meinem Partner zu Ende. Also nach 2 Jahren solltest du nicht mehr dran denken, kann ich schon gleich sagen, ne? Bänder trennen, vielleicht nochmal echt mal Modul 0 machen. Das sollte einfach durch sein, einfach durch. Hätte jetzt fast gesagt, wie benutzt es Taschentuch, aber ich will jetzt Menschen nicht, also. Aber trotzdem, es sollte, hoffe, versteht, wie ich es meine. Ich meine es jetzt nicht despektierlich, aber wenn Partner, wenn du mit einem Partner deine Aufgabe gelebt hast, dann ist es einfach vorbei irgendwie so, ne? Und dann geht's weiter. Vielleicht sieht man sich nach diesem Leben nochmal wieder. Das Thema ist durch quasi so, ne? Die Beziehung war vor allem deshalb so extrem toxisch, weil mein Partner kokainabhängig war. Ich habe immer erst co-abhängig gelesen, aber hier steht tatsächlich kokainabhängig. Ja, soll es ja geben. So, an dieser Stelle könnte ich jetzt mehrere Seiten eines Science-Fiction anmutendes Buches füllen, aber ich denke, du weißt, was das im Resultat bedeutet. Ja. Dass er abhängig war, fand ich erst nach einigen Monaten heraus. Da war ich aber schon längst selbst liebessüchtig, wie ich jetzt heute weiß. Bedingt durch den ständigen Wechsel zwischen Anwesenheit und Abwesenheit, Liebe und freigelassen werden. Ich muss dazu sagen, dass er ein Quartals-Junkie war, also nicht täglich, sondern eher alle paar Wochen konsumiert hat und dann über mehrere Tage. Soviel zur Vorgeschichte, kurz und knapp. Nun zu meinem Problem. Dieser Mann hat es durch mich und mein Engagement geschafft, clean zu werden. Naja, nicht nur durch dich, ne? Ich meine, da wird er selbst auch was zu beigetragen haben, aber ja. Genau. Also, wir haben jetzt diesen Punkt, könnten wir jetzt vorstellen, dass du vielleicht auch so ein bisschen im co-abhängigen Pol bist. Oder frage ich dich mal. Das heißt, du wolltest helfen und hast es hier sogar geschafft zu helfen, ne? Jetzt könnte man ja meinen, wenn das wirklich so selbstlos gegeben wäre, was viele Menschen, die ein co-abhängiges Muster haben, meinen, was du jetzt aber, glaube ich, sogar schon siehst, dass das nicht so ist. Wenn das wirklich so selbstlos gegeben wäre, könnte es ja völlig egal sein, was dabei rauskommt. Aber man gibt in diesen Beziehungen eben, um irgendwas zu bekommen. Und das bekommst du jetzt nicht. Und das finde ich ein ganz spannendes Szenario, ne? Ich meine, ich leite es natürlich jetzt runter, aber aus meiner Sicht spannend. Allerdings durfte ich von den Früchten meiner Saat nichts mehr ernten. Das ist nämlich echt eine ganz harte Lektion. Also es tut mir erstmal echt super leid, ne? Aber das ist wirklich eine ganz harte Lektion, die du dir echt hinter die Ohren schreiben solltest, dass du aufhörst, Menschen zu retten. Es sei denn, dir ist es wirklich egal, was die damit machen. Es sei denn, du rettest die und die gehen weg wie dieser Mann und es ist dir scheißegal. Also dann kannst du es natürlich gerne machen, aber retten, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Das sollte dir diese Sache wirklich zeigen, dass du das nicht mehr machst. So, ne? Also du kannst ja sagen, ja, sorry, dass du abhängig bist und ja, keine Ahnung, ich unterstütze dich gerne ein bisschen hier und ja, hier ist die Beratungsstelle und ich gucke mir das gerne eine Zeit lang an, aber nur so und so lang. Ich will's, also das ist auch ein komplexes Thema, wenn man wirklich jemand Drogenabhängiges hat, will das jetzt auch, kann man in der Tiefe jetzt hier in so einer Mail nicht alles beleuchten, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man dieses retten wollen Muster rausgeht, weil man sieht, selbst wenn du Erfolg hast mit deinem retten wollen, bekommst du doch nicht das, was du möchtest und das ist eigentlich schlecht, ne? Also schlecht für dich, ne? Er hat dann eine neue Frau kennengelernt und ist mit ihr wohl so seit einem Jahr glücklich. Gut, ich meine, ich bin jetzt wieder streng. Warum weißt du das? Warum guckst du hinterher? Also wenn eine Beziehung auseinandergeht, Leute, weiß es nicht, wie lange du schon bei mir bist. Also dann kein Kontakt, keine Informationen. Ihr guckt dann nicht mehr, was die machen. Das ist euch scheißegal. Natürlich haben die irgendwann neue Partner.
Und natürlich neigen viele Menschen dazu, die Social-Media-Accounts haben, das positiv darzustellen, was da wirklich passiert ist. Weißt du nicht, du weißt nicht, ob der clean ist, woher weißt du das alles überhaupt? Warum, das wäre jetzt mal eine Challenge an dich, warum hast du so viel Informationen über diesen Menschen, der nicht mehr mit dir zusammen ist, ne? Und anstatt zu überlegen, ja, wie konnte er aus dieser Sucht rauskommen und mich hinter sich lassen, würde ich dich gerne ein bisschen challengen und mich fragen, wie kannst du, ohne das jetzt vergleichen zu wollen, aber wie kannst du deine Liebessucht oder deine Sucht, über diesen Menschen nachzudenken, wie kannst du das loswerden? Weil, also wir alle dürfen, glaube ich, Richtung 5D vor allen Dingen, wo es in meinem neuen Buch auch drüber gehen wird, dürfen wir Süchte auflösen. Wie weit er da jetzt gekommen ist, wissen wir nicht, aber du schreibst mir jetzt und dazu gehört auch, diese ganzen Beziehungssüchte aufzugeben und wirklich zu sagen, hey, was funktioniert, das funktioniert, was nicht funktioniert, funktioniert nicht. Ich trauere niemandem ewig hinterher, ich lasse Leute gehen, ich bin im Vertrauen, dass es, wo eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Also das ist eine Einstellung, die wir brauchen und nicht so, ich habe jetzt jemand geholfen und dann, ja, kann der nicht bitte bei mir bleiben, so. Und man, das ist alle so, dass wir alle jede Beziehung, die wir führen, ist für beide eine Chance, dass sie besser werden, auch wenn die Beziehung auseinandergeht. Und wenn man wirklich so ganz in der Liebe ist, dann freut man sich auch für diejenigen, die eine neue Beziehung gefunden haben, so, ne? Und ja, und denkt aber auch gar nicht so viel drüber nach, sondern arbeitet selber an seinem nice, geilen Leben. Ne? Dieses Hinterherhängen und warum hat er sich jetzt getrennt und ach, das ist alles, ist leider viel Ego. Trotzdem ist es natürlich total ätzend, aber ja. Und am Ende des Tages heißt es auch, ihr habt irgendwie nicht zusammengepasst. Zumindest zu diesem Punkt nicht mehr. Vielleicht hast du da irgendeinen alten Seelenvertrag abgearbeitet, hast ihm geholfen, ja. Aber, ja, wie auch immer du das siehst, also letztlich darf er gehen, wann immer er will, so, ne? Deswegen sollte man immer überlegen, bevor man so viel gibt, ob man eine Rückzahlung erwartet, dann sollte man das auch klar so kommunizieren, so komisch das auch rüberkommt, oder wie auch immer man das kommuniziert. Oder man sollte es vielleicht gar nicht erst machen, ne? Weil, ne. Gibt ja viele Möglichkeiten zu helfen. Manchmal ist auch eine Hilfe, einfach aus einer Sache rauszugehen irgendwie. Ja, das kann ja auch eine Hilfe sein für jemanden, ne? Ja. Schlimm genug, was er mit mir innerhalb der Beziehung gemacht hat, was ich mit mir habe machen lassen. Dann auch noch ausgetauscht zu werden gegen jünger, schöner und so weiter, unschön. Aber jetzt kommt mein eigentliches Problem. Ich schaffe es nicht, über meinen Verstand über ihn hinwegzukommen. Ja, im Verstand ist das auch schwierig, aber der Verstand kann natürlich helfen, soll natürlich helfen, ne? Ich kann auch keine Shitliste erstellen. Natürlich kannst du das, dann musst du dich fragen, warum du es nicht willst. Jeder kann eine Shitliste erstellen, ne? Setz dich einfach hin und schreib's auf, was der alles Blödes gemacht hat, ne? Ja. Aus dem einfachen Grund, weil er ja alles getan hat, wie er war, wegen dem Kokain und mit dem Kokain gemacht hat. Koks macht ja narzisstisch, ja, stimmt. Das heißt, er ist ja in Wirklichkeit nicht der Mensch, zu dem ihn die Drogen gemacht haben. Ja, aber für die Shitless ist er dieser Mensch, ne? Und da spielt es keine Rolle, ob er unter Drogen oder weil er es nicht besser wusste oder weil er schlechte Kindheit hatte, irgendwas getan hat. Das spielt keine Rolle für eine Shitless. Also das, natürlich sind wir alle auf irgendeiner Ebene lichte Seelen, ne, reine lichte Seelen, aber für unsere Welt, wie wir hier sind, gibt es eben Mist und Schlechtes und schlecht behandelt werden und ich weiß nicht was. Und deswegen muss das natürlich auf die Shitlist drauf. Also wenn dich jemand im Suff, sag ich mal, geschlagen hat oder so, du kannst das auch auf die Shitlist drauf. Ich meine, er hätte ja keine Drogen nehmen brauchen, ne? Und die schlecht behandeln müssen, ne? Und natürlich gehört das dazu. Ist ja seine Verantwortung, dass er die Drogen genommen hat und dich dann damit schlecht behandelt hat. Das gehört alles dazu, ne? Das heißt, in Wirklichkeit ist er nicht der Mensch, zu dem wir die Drogen gemacht haben. Naja, damit, das sehe ich
Also das macht auf eine gewisse Art stimmen, aber da hätte er halt keine Drogen nehmen sollen. Ja. Also ist jetzt einfach gesagt, ich meine, ich bin jetzt auch kein Drogenexperte, aber ihr wisst schon, wie ich es meine. Also das ist jetzt nur, weil man Drogen nimmt, heißt es nicht, dass man keine Verantwortung hat für das, was man tut, ne? Das kann man ja mal vor Gericht sagen, ne? Ja, ich habe Drogen genommen, deswegen möchte ich jetzt nicht verurteilt werden für den Banküberfall. Wird, glaube ich, nicht klappen, vermute ich mal. Damit würde ich sagen, dass jeder Betrug mit anderen Frauen oder Drogen stattgefunden hat. Ja, aber er hat dich betrogen. Entschuldige das doch nicht einfach so. So war es dann eben auch sein Verhalten mir gegenüber. Entweder war ich sein Trost, die große Liebe, oder ich war vergessen, weggeworfen und die Droge zählte. Ja, aber hätte ich auch quasi betrogen mit dieser Droge. Natürlich zählt das, ne? Nun ist er clean. Ja, aber das heißt jetzt nicht, dass er zwangsweise schon alle Themen aufgearbeitet hat. Ich weiß es nicht, aber ich vermute mal nicht. Ja. Verändern sich auch nicht schneller als andere Menschen, ne? Der tollste Mensch und Partner. Ja, ich denke mal, du gehst da irgendeiner Instagram-Scheiße auf den Leim, aber naja. Ich bin also wie gefangen, komme deswegen nur sehr bedingt und unglaublich langsam in die Verarbeitung. Ja, weil du dir das weiter reinziehst. Keine Information, keine Profile angucken und so weiter. Ich kenne jetzt deine Umstände nicht, aber ja. Ja, hinzu kommt, dass er jetzt mit deinen Neuen glücklich ist, so ohne Drogen. Ja, keine Information. Lass sie glücklich sein, werd selber glücklich. Guck nicht so viel auf die anderen, ne? Mit gegenseitigem Vertrauen, der muss ja nicht mal lügen, Zuverlässigkeit. Woher weißt du das alles? Das sollte dich nichts interessieren. Leute, hört auf. Sag ich jetzt allen, weil ich das immer wieder lese. Hört auf, dir euren Exen hinterher zu gucken, was die machen. Das ist scheißegal. Guckt nach vorne. Sonst gebt ihr da immer noch Energie rein, ne? Und die Energie geht nicht in euch, ne? Das macht es nicht unbedingt einfacher. Was kann ich mir in meinem Verstand sagen, dass ich nämlich den letzten Schritt nicht gehen kann? Also ich würde erstmal sagen, muss erstmal auf Null Kontakt gehen. Und dazu gehört auch, diese Informationen dir nicht mal reinzuziehen. Also bevor man nicht auf Null Kontakt geht und auf Null Informationen, kommst du da, glaube ich, wenn du überhaupt rauskommst, nur im Zeitlupentempo, ne? Wie soll ich eine Shitlist erstellen, wenn dieser Mann in Wirklichkeit nicht so ist, wie er mal war? Er war aber so, also ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, muss ich echt sagen. Er war doch so. Ist doch furz egal. Also ist sicherlich für ihn nicht egal, aber es ist für dich, das ist ja genau mein Konzept von Steiners und Rehbakern, dass es egal ist, warum jemand das macht. Der eine kann irgendwas nicht, weil er eine scheiß Kindheit hatte. Der andere kann irgendwas nicht, weil er kleine Kinder hat. Der dritte kann irgendwas nicht, weil er einen Ausschlag hat. Der vierte kann irgendwas nicht, weil was weiß ich, weil er Drogen nimmt. Der fünfte kann irgendwas nicht, weil in China unser Kreis umfällt. Das ist genau das Konzept von Steiners und Dierbringer. Es ist wurscht. Das musst du dir nochmal reinziehen, glaube ich. Was ist mir da eigentlich wirklich passiert? Ja, das gilt es wohl noch aufzuarbeiten, ne? Notfalls, wenn man da gar keine Antworten kriegt, ja, kann man sich ja auch immer mal Hilfe holen vor Ort, ne? Klar, aber ja. Letztlich weiß ich natürlich auch nicht, aber wenn du so hinterhängst, dann muss es ja auch irgendwas mit deinem Liebeschip zu tun haben, Sachen, die du erlebt hast und Elternteile, die vielleicht nicht präsent war oder Drogen genommen haben oder keine Ahnung, ne? Ich werde unglaublich dankbar für eine Antwort nochmal. Es fühlt sich an, als ob ich einfach noch diesen Braustein bräuchte, ihn aber gerade nicht gehen kann. Okay. Ja, ich denke, für dich wäre es mal das Wichtigste, vor allen Dingen auf Null Kontakt zu gehen, so. Weil ohne das bricht diese Sucht einfach nicht, ne? Diese Liebessucht, nenne ich die jetzt mal. Du musst da aus diesem Kontaktding raus und dann ergeben sich auch die nächsten Schritte. Und wie gesagt, überdenk das nochmal mit der Shitlist. So. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.